Ja, liebe Leute, heute mal geht es mal nicht um die Fallenjagd bei mir. Ich will mich mal einem ernsteren Thema wenden. Und zwar stehen unsere Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern, die Jäger, stehen vor einer großen gesetzlichen Herausforderung, dass die Landesjagdgesetz soll geändert werden, was sehr negative Folgen auch für die Jägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat. Vor allen Dingen auch gerade bei der Fallenjagd. Die wollen die Totschlagfallen verbieten. Die wollen den Jäger dieses Mittel nehmen. Obwohl vernünftig eingesetzt, eine der tierschutzgerechten Möglichkeiten, Marder zum Beispiel zu fangen mit einem Jagdzugseisen. Wenn man die vorschriftsmäßig einsetzt, im Fangbunker kann nichts passieren. Es können keine anderen Wildarten damit gefangen werden, nur die Zielwildart. Und das wollen sie jetzt auch nehmen in Zeiten vom Artenschutz. Wir kämpfen alle im Artenschutz, im Prädatorenmanagement. Viele von uns kümmern sich ums Raubwild oder um invasive Arten. Und das nützt natürlich auch unheimlich den Bodenbrüdern, den Wiesenbrüdern, die haben unheimlich Probleme mit Prädation. Und ich dachte, ich mache einfach mal ein kurzes Video und versuche hier noch ein paar Leute auch zu ermuntern, nach Schwerin zu kommen. Am 10. Januar um 8 Uhr morgens findet dann eine Demonstration statt von den Jägern. Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern ruft dazu Demo auf. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung unten. Alles Wichtige müsst ihr euch dann nochmal eine genaue Seite, die Infos durchlesen. Da kann man sich auch ein genaues PDF-Datei runterladen, wo noch ein paar Anreisedaten und alles drin stehen. Und die Jäger wollen da Signale setzen und sich das nicht mehr gefallen lassen. Wir wollen zum Beispiel an den Landwirten in Deutschland nehmen und auch an anderen Gruppen. Viele haben einfach die Schnauze voll von dieser einfach weltfremden Politik hier, die einem nur das Leben schwer machen will, nach Ideologien lebt und gar nicht versteht, was da draußen los ist. Wenn man sich jetzt überlegt, dass sie wieder die Totschlagfallen da verbieten wollen und wir unheimlich Probleme haben, gerade im Artenschutz mit den Wiesenbrüdern, mit Prädation, was ein wichtiges Mittel ist, eine Totschlagfalle, um Prädatoren zu regulieren, fachgerecht und tierschutzgemäßig eingesetzt, absolut nichts gegen zu sagen. Aber auch das wollen sie wieder verbieten. Deshalb unterstützt die Jäger in Mecklenburg-Vorpommern. Nehmt an der Demo teil, wenn ihr könnt. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Und ich hoffe, einige andere von euch sehe ich da vielleicht auch. Sprecht mich ruhig an. Ich weiß ja nicht, wie ihr aussieht. Ihr wisst ja, wie ich aussehe. Aber wir können uns das nicht mehr gefallen lassen. Wir müssen unbequem werden, einfach. Und wir müssen ihnen einfach zeigen, dass es reicht und dass auch wir sowas einfach nicht mehr tatenlos hinnehmen. Und unterstützt die Jägerschaft. Das kann auch bei euch im Land ganz schnell passieren. Wenn das in einem Land erstmal durchgeht, diese Gesetzmäßigkeiten, dann werden andere Länder das wahrscheinlich abkopieren. Und deshalb geht uns das alle was an. Keine Ausreden. Seht zu, dass ihr euch irgendwie, wenn es sein muss, unbezahlten Urlaub nimmt oder weiß der Henker was und fahrt dahin und unterstützt die Jäger da vor Ort. Wie viele Jäger kenne ich, die regelmäßig aus Schleswig-Holstein rüberfahren, um Schweine zu jagen, Wildschweine. Also es muss auch mal möglich sein, jetzt hinzufahren für eine Demo und mal sich die Zeit zu nehmen. Das ist einfach so. Zeigt euch solidarisch. In dem Sinne, Waidmannsheil, und ich hoffe, wir sehen uns in Schwerin.